also ich mache heimlich Kartoffelsalat und Würstchen. Machst du nicht wirklich? Doch. Der Rest. Der Klassiker? Dann, ja. Ich dachte, das ist nur ein Gerücht, dass es ja, alle Leute... Ja, Norddeutschland. Ehrlich? Ja, gibt es durchaus. Ich finde das mega. Der Rest der Familie ist Fisch, aber ich esse schön Kartoffelsalat und Würstchen. Sehr gut. Ich stand immer jahrelang auf Weihnachtsgans. Schön mit Klöße, Rotkohl und so. Und du? Immer noch. Aber ich dachte, ich baue mal so eine Fallhöhe ja, auf. Ja, aber ist dir gelungen. Hey, ist super. Also ich, es gibt nichts Besseres. Man ist danach zwar so voll, dass man sagt, so bis Ostern esse ich nichts mehr. Aber schon, wenn der Nachtisch kommt, hat man wieder Bock. Also erst, also früher als Kind war es ja die Reihenfolge so, erst Kirche, dann Essen, dann Bescherung. Da ist man gestorben. Ja. Ja. Jetzt machen wir das selber natürlich, um die eigenen Kids nicht so zu quälen. Kirche weg, Lieder singen, Bescherung und dann schön essen. Bei uns wird eigentlich nur gegessen und Bescherung. Weißt du, pragmatisch muss man auch mal ans Fest gehen. Natürlich. Ja, ich habe ganz viele Weihnachtssongs, weil okay, ich bin ein totaler Weihnachtsfan. Also du, alles, gib mir Rudolf und gib mir Last Christmas, mache ich alles mit. Aber mein absoluter Lieblingssong ist Christmas is All Around Me von Billy Mac aus dem Film Love Actually, tatsächlich Liebe. Okay. Und vielleicht noch die Pogues Fairy Tale in New York. Okay. Also und vielleicht noch Chris Rea mit Driving Home for Christmas. Genau, dann nehme ich Jingle Bells. Und ne? Vielleicht noch Smashing Pumpkins. Ja, Jingle ne? Bells. Jingle Bells und Film, das war's schon. Also ich gebe... Hör auf. Ich sag's jetzt, ne? Wenn ich so keine Weihnachtsfilme? Ja, dann also George Michael, okay? Das ist kein Film. Nein, ich bin doch jetzt noch so. Bei den Songs, Mann. Okay. Und dann Weihnachtsfilme gibt es doch von der Muppet Show, gibt es die Weihnachtsstory. Das ist lustig, das stimmt. Das ist schön. Und tatsächlich früher Kevin allein zu Hause. Das ist auch schön. Und auch Michel in der Suppenschüssel und Weihnachten und so. Ja. Und natürlich drei Nüsse für Aschenbrödel. So. Alles. Der kleine Lord. Auch super. Okay, weiter? Weihnachten bei den Griswolds. Auch ja, super. Hast du mal überlegt, ob du an so einer Christmas-Quiz-Show mitmachst? Nee, ja. Aber ich habe überlegt, ob wir bei Masked Singer ein Weihnachtsspecial machen. Und weißt du was? Wir machen eins. Guckt rein, 26.12. Frohes Fest.